Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um das Bridge Protocol, also den Spanning Tree Algorithmus. Spanning Tree Algorithmen sind quasi eine Kategorie von Algorithmen und das Bridge Protocol benutzt einen davon. So, jetzt, was haben wir davor schon angenommen? Wir wissen, dass jede Brücke eine Kennung hat und wir wissen, dass es Anschlusskennungen gibt und wir wissen, dass, oder wir kennen die Pfade, beziehungsweise die Pfadkosten, kennen wir alle. Das müssen wir also im Vorfeld schon alles abgeklärt haben. Was passiert jetzt tatsächlich in der Praxis? Naja, in der Praxis muss man natürlich erstmal austesten, was sind denn meine Pfadkosten. Dazu wird eine Testeinheit hingeschickt. Und je nachdem, wie lange es braucht, bis meine Antwort bei mir wieder eintrifft, also die Quittung sozusagen, bis die wieder da ist, so lange dauert es ungefähr, beziehungsweise so groß sind dann in etwa die Kosten. So macht man das dann ungefähr in der Praxis. So, jetzt, wie baue ich meinen Spanning Tree Algorithmus auf? Was bedeutet das überhaupt? Der Spanning Tree Algorithmus besagt mir, ich habe einen Weg von einem System zu einem anderen System. Und zwar über einen Baum von Brücken sozusagen. Ein Baum, Achtung, Informatikerbäume sind falschrum Bäume. Das heißt, wir haben hier oben eine Brücke. Oh ja, wunderschön. Okay, wir haben hier oben eine Brücke. Und dann haben wir von dieser Brücke ausgehend wiederum zwei Brücken zur Auswahl. Also einmal hier und einmal hier. Und das Ding hier oben nennt sich Wurzel oder auch Root-Brücke. Root ist Wurzel, Wurzel ist Root. Und von jeder dieser beiden Brücken hier unten geht es wieder ein bisschen weiter. Sozusagen eine Chefbrücke und mehrere Unterbrücken. Und diese Unterbrücken haben wiederum Unterbrücken. Und die Unterbrücken haben wiederum Unterbrücken und so weiter und so fort. In unserem Fall werden wir das aber gleich noch uns angucken. So, was passiert jetzt bei dem Bridge Protocol? Da werden Bridge Protocol Data Units, kurz BPDU, verschickt. Und zwar mit der Kennung von der sendenden Brücke. Das heißt zum Beispiel in unserem Fall 1. 5, 4, 3 oder 2, also irgendwas zwischen 1 und 5, jeweils was da hinten eben steht. Und die Pfadkosten stehen da drin und die Kennung der angenommenen Root-Brücke, das heißt die angenommene Chefbrücke. So, am Anfang haben wir ja keinerlei Informationen, wer jetzt Chefbrücke ist und die kennen sich alle nicht. Was passiert also? Jede Brücke nimmt an, dass sie die Chefbrücke ist und sagt dann, okay, ich bin die Chefbrücke, das heißt B1 schickt die ganze Zeit sendende Brücke 1, Chefbrücke oder angenommene Root-Brücke oder Wurzelbrücke auch 1 und Pfadkosten von dem Sender zu der Root-Brücke, das heißt in meinem Fall natürlich 0, weil ich bin ja die Root-Brücke sozusagen. Ja, was dann passiert ist, alle anderen empfangen diese Dateneinheiten, die irgendwie mit dieser Root-Brücke verbunden sind. Das heißt B4 empfängt diese Daten und sagt, okay, die Daten oder die Kosten von mir zur ersten Brücke sind 1, weil das hier ist ja 1. Und die Kosten, also B5 empfängt diese Dateneinheit auch, die Kosten zur Root-Brücke, zur angenommenen Root-Brücke, das ist ja 1, hier ist die Root-Brücke, schickt sich selber quasi mit. Die Kosten sind auch 1, die Kosten gehen übrigens in beide Richtungen. Das heißt, von B1 nach B4 kostet es 1 und von B4 nach B1 kostet es auch 1. So. Und B1 schickt auch dasselbe an B2 und hat dann Kosten 8 insgesamt. Also B2 merkt sich, okay, ich habe Kosten 8 zur Root-Brücke, wenn dieses B1 wirklich die Root-Brücke ist. So, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Jede Brücke nimmt einfach immer den kleineren Wert als Root-Brücke. Das heißt, wenn B1 überall hin, also B4, B5 und B2, die Root-Brücke hinschickt, also sich selbst als Root-Brücke quasi verteilt, das machen die anderen Brücken auch. Aber bei B1 haben wir eine Kennung von 1 und 1 wird immer die Root-Brücke. Also immer die niedrigste Kennung wird die Root-Brücke am Ende. Und immer wenn eine neue Kennung empfangen wird mit einer niedrigeren Root-Brücke drin, dann wird automatisch angenommen, dass es die Root-Brücke ist. Das heißt, okay, wir machen das Ganze mal als Beispiel durch. Aber wir fangen hier drüben an, B3 schickt, ich bin Root-Brücke und ich bin Sender Nummer 3. Schickt das Ganze an B4, B5 und B2. Oh, da haben wir keine Pfadkosten eingetragen, ist nicht so schlimm gerade.
Was passiert dann also? Naja, B4 sagt, okay, 3 ist kleiner als 4, ich bin 4, also ist die Root-Brücke Nummer 3. B5 sagt genau dasselbe. B2 sagt, nö, interessiert mich nicht, 2 ist kleiner als 3. Also bin ich immer noch die Root-Brücke. Aber bei B4 und B5 ändert sich jetzt was. Die denken, dass 3 die Root-Brücke ist. Und wenn sie denken, dass sie selber keine Root-Brücke mehr sind, dann hören sie auf, Dateneinheiten zu broadcasten, also zu senden, mit eben, ich bin Root-Brücke oder generell Root-Brücke, sondern sie hören einfach auf, Daten zu senden und leiten ganz normal Daten eben weiter. Wie das funktioniert, werden wir gleich noch sehen. Okay, aber B2 denkt sich, nö, 2 ist kleiner als 3, ich bin immer noch Root-Brücke und schickt seine Daten an B3 und an B1. B3 sagt, okay, hey, ich bin ja gar nicht die Root-Brücke, ach, und an B5 natürlich auch noch. Also einfach an alle, die es erreichen kann, aber B4 kann es nicht erreichen. B3 denkt sich, okay, 2 ist kleiner als 3, also bin ich keine Root-Brücke, hört auf zu senden und setzt die Root-Brücke auf 2. B5 denkt sich, okay, 2 ist kleiner als 3, das hatte ja davor schon die 3 als Root-Brücke, aber da 2 kleiner ist als 3, wechselt die Root-Brücke auf 2. So, und B4 empfängt die Daten nicht, B1 ignoriert sie wieder, weil 1 offensichtlich kleiner ist als 2. B1 macht genau dasselbe, das heißt, B1 schickt seine Daten an B4, B5 und B2. An B3 kommt es nicht direkt dran, ohne einen Umweg von diesen anderen beiden Brücken hier. Okay, das heißt, B5 denkt jetzt, B1 ist die Root-Brücke, weil 1 offensichtlich kleiner ist, auch als 2. 2 denkt sich, 1 ist die Root-Brücke, hört auf zu senden und 1 ist offensichtlich auch kleiner als 2, deswegen, ja, funktioniert es auch. Und 4 denkt sich genau dasselbe. Jetzt denken die folgendermaßen. B1 denkt immer noch, es ist die Root-Brücke und schickt weiterhin periodisch seine Daten. Das bedeutet, es schickt die ganze Zeit weiter, Kosten zur Root-Brücke 0, ich bin B1, also der Sender, und Root-Brücke ist 1. Das schickt das ganze Ding periodisch durch. Die anderen Brücken leiten solche Bridge Protocol Data Units weiter. Das heißt, es wird einfach an B4 gelangen, an B5 gelangen und an B2 gelangen und von dort aus weitergesendet an alle anderen, also auch an B3. Und so bekommt B3 auch das Update, dass jetzt B1 die Root-Brücke ist. Dabei werden jeweils die Pfadkosten zur Root-Brücke auch angegeben. Das heißt, B1 schickt 0 Pfadkosten, weil es ist ja offensichtlich die Root-Brücke. B4 schickt aber in seiner weitergeleiteten Dateneinheit 1 an B3. 1 an B3, weil hier eine 1 steht, also hat die Kosten 1 an B3. Hier habe ich keine Pfadkosten eingegeben. Und B2 schickt an B3, da habe ich auch keine Pfadkosten angegeben, ist nicht so wichtig. B2 schickt an B3 und an B5 auch einfach die Pfadkosten 8 zur Root-Brücke. Und, jetzt ist es doch mal wichtig, blöd gelaufen. Machen wir das Ganze mal so. Und das sollte rosa sein. So, und hier kommen einfach mal die Pfadkosten 2 rein. So, jetzt haben wir die Kosten bei B2 zur Root-Brücke von 8, wegen diesen 8, die hier auf dem Pfeil stehen. Das ist uncool, 8 ist relativ viel, aber B5 broadcastet, also leitet natürlich diese Bridge Protocol Data Unit von der Root-Brücke auch weiter an alle anderen, also auch an B2. Und der Abstand von B5 zur Root-Brücke ist gerade mal 1, weil hier eine 1 steht. Und B2 hat den Abstand 2 zu B5, das heißt, insgesamt berechnet sich B2 den Abstand von 3 zur Root-Brücke und hat somit insgesamt bei sich stehen Abstand zur Root-Brücke 3, wegen eben dem Pfad über B5 über B1. Und diese Wege muss es sich natürlich dann auch noch zwischenspeichern. Das heißt, B2 merkt sich zur Root-Brücke einmal über B5 und dann nach B1. Oder einfach nur nach B5. Mehr muss es sich nicht merken. Es merkt sich immer nur den nächsten Nachbarn, also nach B5. B3 merkt sich zur Root-Brücke über B4, weil 1 plus 4 ist 5 und 1 plus 5 ist offensichtlich mehr. Und hier haben wir den Pfad vergessen. Da ist einfach die Kosten extrem hoch. Ich mache den jetzt doch mal rein. Machen wir das mal so. Wieder in rosa. So, und hier die Kosten von 100 oder sowas. Also ist völlig irrelevant. B3 merkt sich den Weg B4, weil hier die Kosten 4 zur Root-Brücke offensichtlich kleiner sind. Und B5 hat sich ja die Kosten 1 gemerkt. Und B4 hat sich auch die Kosten 1 gemerkt. Super.
Und damit wissen alle, wie sie zur Root-Brücke gelangen. Und ja, so baut sich im Prinzip das Netzwerk auf. Das heißt, wir haben hier am Ende B1 oben stehen. Dann haben wir hier, was steht hier? B4 und B5. B5 und B4. Verdammt, und jetzt muss ich was verschieben. Jetzt haben wir den hier drüben hängen. Das da ist B2. Und das ist B3. Warum ist das jetzt so? Oh, das ist ein bisschen kleiner Kreis. Ich mach's mal größer. So. Und warum ist das jetzt so? Naja, wir haben ja hier gesagt, B1 ist die Root-Brücke. B5 hat einen sehr, sehr kurzen Pfad. B4 hat auch einen sehr, sehr kurzen Pfad. B3 geht über B4 nach B1 und B2 geht über B5 nach B1, weil es günstiger ist. So, und das ist eben dann der Pfad oder der Tree, der aufgebaut wird. Und jetzt fehlt nur noch, wie komme ich denn tatsächlich zu meinen Endsystemen? Und das funktioniert eigentlich gar nicht so kompliziert. Eigentlich muss man dynamisch lernen, wo welches Endsystem ist. Es gibt auch die Möglichkeit, dass der Sysadmin sozusagen, also der Systemadministrator angibt, wo befindet sich welches Endsystem. Aber normalerweise haben wir dynamische Einträge. Und dann wird sich eben B3 merken, hey, also dieses Endsystem muss irgendwann mal was schicken. Bevor es nichts geschickt hat, weiß das Netzwerk überhaupt nichts von der Existenz von diesem Endsystem hier. Aber sobald dieses System irgendwas schickt, also zum Beispiel einfach an die Brücke B3, schickt es die Nachricht, ich möchte irgendwas zu dem hier oben, oder besser, das hier oben schickt ins Netzwerk rein, ich möchte eine Nachricht an dieses Endsystem hier unten, ich nenne es jetzt mal E2, schicken. Was dann passiert ist, B4 merkt sich, ich habe einen Pfad von 1 an meinem zu meinem Endsystem hier oben. Und das wird quasi einfach festgehalten. Und wenn dann irgendwann mal eine Antwort kommt, also zum Beispiel wird die Dateneinheit über B4 weitergeleitet an E2 hier unten. Und wenn E2 jetzt eine Antwort schickt, dann weiß B3 schon, die Dateneinheit von dieser Zieladresse, von dieser Quelladresse E1 ist von dort und dort gekommen. Und das bedeutet, die Dateneinheit geht genau denselben Weg quasi rückwärts wieder zurück. Das heißt, man lernt sozusagen, wo welches Endsystem rumsitzt. Ja, so funktioniert das ganz grob. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ach so, natürlich. Woher, wenn E1 in das System schreibt, ich möchte an E2 was schicken und E2 hat noch nie was gesendet, woher weiß dann das System, wo es hin muss? Naja, dann wird einfach geflutet. Das heißt, E1 schickt an beide Ausgänge, also an B4 und B1, die Dateneinheit. B4 schickt an B1, B5 und B3 die Dateneinheit. B1 schickt an B4, B5, B2 die Dateneinheit und so weiter und so fort, bis es irgendwann mal beim Endsystem ankommt. Und dann wissen alle, okay, E1 war von dieser Richtung und E2 war von dieser Richtung. Ja, so in etwa funktioniert das Ganze. Gut, ich glaube, damit haben wir's und ja. Bedanke mich natürlich wie immer bei euch fürs Zugucken und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.